Sprengstoffanschlag im Südosten der Türkei. Bei der Explosion sind am Donnerstag Sicherheitskreisen zufolge mehrere Insassen eines Kleinbusses getötet worden. Der Sprengsatz detonierte demnach in der Nähe eines Dorfes in der Grenzregion Hakkari. Wie viele Menschen bei dem Anschlag getötet wurden, war zunächst unklar. In ersten Medienberichten war von 10 Todesopfern die Rede. Der Provinzgouverneur sprach später von 8 Getöteten und mehreren Verletzten. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand. Die Kurdengebiete im Südosten der Türkei sind jedoch seit längerer Zeit Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen Separatisten der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Armee. In der Regel sind Angehörige der Streitkräfte Ziel der Rebellenattacken, nicht Zivilisten. Die PKK hatte im vergangenen Monat einen Waffenstillstand bis zum 20. September verkündet.